Guten Morgen. Guten Morgen. Thank you so much for coming out early each morning. Vielen Dank, dass ihr euch alle hier noch an diesem Morgen versammelt habt. I know it's not easy. Ich weiß, es ist nicht leicht. But I believe you come out here because you are hungry for a deeper experience. Aber ich glaube, ihr seid hier, weil ihr den Hunger habt nach einer tieferen Erfahrung. Now, are you sad that Army Bible Camp is coming to an end? Seid ihr traurig, dass Army zu Ende geht? You know, at Army we get a little taste of heaven. Wisst ihr, bei Army bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack vom Himmel. Okay. When God pours out His Spirit and there's revival, it's just a little taste of heaven. Und wenn Gott seinen Geist ausgießt und es gibt Erweckung, dann ist es wie ein kleiner Vorgeschmack des Himmels. And it would be nice if Army was a little longer. Und es wäre so schön, wenn Army ein bisschen länger wäre. But Army is coming to an end. Doch Army kommt zu Ende. Now we had a mountaintop experience here at Army. Und ich denke, wir hatten eine besondere Erfahrung hier. And the Christian life, we often will have mountaintop experiences from time to time. Und in unserem christlichen Leben werden wir immer wieder diese ganz besonderen Höhen haben in unserem Leben. But after every mountaintop experience, there's some time where we go into the valley. Doch nach jedem dieser Höhepunkte kommt es auch immer wieder, dass wir letztendlich auch ins Tal müssen. And you know, many of us, we will be going back home into the valley. Und viele von uns werden nach Hause gehen in dieses Tal. And the fighting is fiercest in the valley. Und der Kampf ist am schwierigsten im Tal. You know, the devil is waiting for us. Wisst ihr, der Teufel wartet auf uns. And cannot wait till we get back to our homes and to our workplaces or our schools. Und er kann es nicht abwarten, bis wir nach Hause kommen in unsere Schulen, in unsere Arbeitsstellen. And the devil is just waiting for us to get back because he wants to attack us. Und er wartet nur darauf, bis wir zurück sind, um uns anzugreifen. Now, sadly, some of us, we're going to be attacked really hard, and we may fall. Traurigerweise ist es so, dass manche von uns so hart angegriffen werden, dass wir fallen werden. But by the grace of God, hopefully many of us, through prayer and through the Word of God, we're going to do successfully and go even higher in our experience. Aber Gott sei Dank ist es so, dass doch viele von uns durch die Gnade Gottes, durch Gebet, dass wir letztendlich noch höher gehen werden. My message this morning is titled "A Deeper, More Intimate, More Powerful Experience with God." Und die Botschaft heute lautet: Eine tiefere, intimere, kraftvolle Erfahrung mit Gott. I have good news for you this morning. Und ich habe gute Nachrichten für euch heute Morgen. God has more blessings in store for you. Gott hat noch mehr Segnungen für dich. If I can only preach one message at a church, I will always preach this message. Wenn ich eine Botschaft predigen könnte in einer Gemeinde, dann ist es diese Botschaft. Because if people will apply what they hear in this message this morning, it will change their life in amazing ways. Denn wenn die Menschen das, was sie in dieser Botschaft hören, anwenden in ihrem Leben, wird es ihr Leben verändern. In just 3 weeks, I've seen God just change people's lives in amazing ways. In nur 3 Wochen habe ich gesehen, wie Gott Menschen auf erstaunliche Art und Weise verändert hat. So let's pray and let's begin the message. Lasst uns beten und die Botschaft beginnen. Dear God, lieber Gott, we thank you for giving us a desire for a deeper experience in you. Wir danken dir, dass du uns den Wunsch in uns wächst, eine tiefere Beziehung mit dir zu haben. Lord, please be with us, Lord, in the next 40 minutes that we have. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns bist in dieser Zeit, die wir zusammen noch haben. Pray this in Jesus' name. Bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen. A couple of years ago, I got this email. Vor einigen Jahren habe ich eine E-Mail bekommen. And this friend says, I know that you go around and you talk about praying. Und ich weiß, dass du umherreist und über das Gebet sprichst. But I wonder if you also talked about praying and fasting. Aber ich wundere mich, ob du auch über das Gebet und das Fasten sprichst. She says, I went to my church bookshelf and I found this book on fasting. Und sie sagt, ich habe ein Buch gefunden über das Fasten. The author is Jentison Franklin. Der Name des Autors ist Jentison Franklin. And he is a Sunday church pastor. Und er ist ein Prediger in einer Sonntagsgemeinde. And this book is just so amazing. Und dieses Buch ist so erstaunlich. When he was 18 years old, he and his brother would always preach and fast. Und 18? Yeah. Als er 18 Jahre alt war, hat er und sein Bruder gepredigt. Now he is 40 years old. Nun ist er 40 Jahre alt. But they would always preach and when one would preach, the other would be fasting for him. Und wenn einer predigen würde, würde der andere für ihn fasten.
And God opened up doors all around the world for them to preach. Und Gott hat für sie Türen überall auf der Welt geöffnet, um damit sie predigen können. Each year he begins by fasting each new year for 21 days. Und jedes neue Jahr beginnt damit, dass für 21 Tage fastet. And he said that when you dedicate the new year to God through fasting, God will bless you throughout the whole entire year. Und sagt, wenn man das den Beginn des Jahres Gott widmet, indem man fastet, dann wird Gott den Rest des Jahres segnen. Now God was blessing him so much that he invited his whole church to join him in praying and fasting. Und Gott hat ihn so sehr darin gesegnet, dass die ganze Gemeinde eingeladen hat zum Gebet und zum Fasten. And each year God just blesses his members in amazing ways. Und jedes Jahr segnet Gott die Kirchenglieder auf erstaunliche Weise. And in the book there were testimonies about physical healing, emotional healing, mental healing. Und in diesem Buch gab es verschiedene Zeugnisse über körperliche Heilung, über emotionale Heilung. And spiritual healing. Und geistliche Heilung. And even stories about financial blessings, how God gets people out of debt. Und sogar finanzielle Segnungen, wie Gott Menschen aus einem Schuldenloch herausreißt. There's a story about a mother with a child who has leukemia. Und da gibt es eine Geschichte über eine Mutter mit einem Kind, welches Leukämie hat. And she prays and fasts and she wrestles with God. Und sie betet und fastet und sie ringt mit Gott. And the leukemia goes away. Und die Leukämie geht weg. So after she read this book, she started the fast. Und nachdem sie dieses Buch gelesen hat, hat sie das Fasten begonnen. And she says, "This is my 18th day of my Daniel's fast." Und sie sagt, das ist mein 18. Tag in meinem Daniel-Fasten. When you do the Daniel's fast, you just eat a simple diet of fruits and vegetables. Und in diesem Fasten geht es darum, dass man eine einfache Mahlzeit zu sich nimmt, indem man Früchte und Gemüse zu sich nimmt. She says you should really get this book. Und sie sagt, du solltest wirklich dieses Buch dir auch besorgen. She says my parents were so amazed at how I was getting answers to prayers that my parents also started. Und sie sagt, meine Eltern waren so erstaunt über diese Gebetserhörungen, die wir haben, dass sie ebenfalls angefangen zu fasten. And she says we've been seeing physical blessings and spiritual blessings. Und wir haben geistliche und körperliche Segnungen gesehen. And God has been even blessing us financially, getting us out of debt. Und Gott hat uns sogar finanziell gesegnet, indem uns aus den Schulden herausgeholfen hat. And we've been praying for relatives who left the God, who would never come back to God. Und wir haben für Verwandte gebetet, die Gott verlassen hatten, und es schien so, als würden sie nie zurückkommen. But just 2 days ago, one of our relatives who left God called us and wants to come back. Aber vor 2 Tagen hat uns einer unserer Verwandten angerufen und gesagt, dass er zurück zu Gott kommen möchte. And so she shared this with her friends, her age, and they were doing the fasting with her. Und sie hat es mit ihren Freunden, die auch in ihrem Alter waren, geteilt, und sie haben angefangen, mit ihr auch zu fasten. And my friends who have been praying but not getting answers, all of a sudden they're seeing God bless. Und sie sagt, meine Freunde, die gebetet haben, aber keine Antworten bekommen haben, sehen sich mittlerweile gesegnet. She ends this email by saying, und sie endet diese E-Mail, indem sie sagt, I want to share this because I really think in the last day we must pray and fast in order to see God's Holy Spirit fall. Sie sagt, ich möchte das teilen, weil ich glaube, dass in der letzten Zeit wir wirklich beten und fasten müssen, damit wir sie erleben können, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. This book on fasting talks about how we must pray and we must give and we must fast and how it goes together. Ha, und es gibt ein Buch, das beschreibt, wie wir letztendlich beten und fasten sollen und wie das Ganze zusammenwirkt. She said, I wanted to share this book with you because I thought you'd be interested in it. Und sie hat gesagt, ich möchte dieses Buch mit dir gerne teilen, denn ich denke, du bist interessiert daran. My wife and I, we called her the next day and we wanted to know more about her experience. Und meine Frau und ich, wir haben sie angerufen und wir wollten mehr von ihrer Erfahrung hören. I told Esther that almost 1 year ago God already led me to the book. Und ich habe ihr gesagt, dass Gott mich vor einem Jahr bereits zu diesem Buch geführt hat. Do you know what Esther said? Wisst ihr, was Esther gesagt hat? She said what? Sie sagte was? You already knew about this book? Sie hat gesagt, du hast darüber bereits gewusst. And you didn't tell me? Und du hast es nicht gesagt? Because in 3 weeks her spiritual life just was so blessed. In 3 weeks. Denn innerhalb von 3 Wochen hatte sie solche Segnungen in ihrem geistlichen Leben erfahren. And she wished she would have known about this book earlier. Und sie wünschte sich, dass sie über dieses Buch früher erfahren hätte. Okay. And so now, wherever I go, I always talk about this. Deshalb, wo auch immer ich hingehe, spreche ich immer über dieses Thema. So this morning we're going to talk about the joy of starving. Und heute Morgen werden wir
darüber sprechen, und zwar über die Freude des des Hungerns. You don't look excited. Ihr schaut euch nicht, ihr schaut nicht so aufgeregt aus. Okay, friends, fasting is starving for a spiritual purpose. Und das Fasten ist ist der Hunger nach einer geistlichen nach einem geistlichen Ziel. Now some of you, I'm sure, have you dieted before? They just what? Dieted. Diet. Ah, habt ihr schon mal eine Diät gehalten? You know what it feels like to starve, right? Wisst ihr, wie es sich fühlt, wenn man wenn man sehr hungrig ist, verhungert? Hey, you know what? In order to make self look good, we are willing to go hungry. Wisst ihr, damit das eigene Ich gut aussieht, sind wir bereit, letztendlich auch zu hungern. But fasting is starving for Jesus' sake. Aber das Fasten ist letztendlich ist ein Hungern nach Jesus. It's starving for a spiritual purpose. Es ist das das Hungern nach einem geistlichen Ziel, nach einem geistlichen Zweck. Okay. You know, the Bible actually says a lot about fasting. Wisst ihr, die Bibel sagt sehr viel über Fasten. It mentions fasting more times than it mentions the important subject of baptism. Sie spricht über das Fasten häufiger als über die Bedeutung der Taufe. Jesus in the Sermon on the Mount. Jesus in seiner ersten Predigt talks about fasting. Und er spricht über das Fasten. Now in Matthew chapter 6, Jesus talks about the importance of giving, praying and fasting. Und in Matthäus Kapitel 6 spricht Jesus über die Bedeutung des Gebens, Betens und Fastens. When Jesus begins to talk about, can we get the slide back up on the screen? Okay, wonderful. When Jesus begins to talk about giving, he doesn't say, if you do charitable deeds. Und wenn Jesus über das Geben spricht, dann sagt er nicht, wenn ihr gute Gaben gebt. No. Jesus says, when you do charitable deeds. Nicht falls, sondern wenn ihr es tut. Okay? As followers of Christ, doing charitable deeds is not an option. Als Nachfolger Christi, gute Taten, letztendlich wohltätige Taten zu vollbringen, ist keine Option. Do you understand? Versteht ihr das? Jesus then talks about prayer. What is it, Jesus? Jesus then talks about prayer. Ah, dann spricht Jesus über das Gebet. And Jesus doesn't say if you pray, but when you pray. Und auch hier sagt Jesus nicht, falls ihr betet, sondern wenn ihr betet. You know what Jesus talks about next after talking about giving and praying? Und wisst ihr, worüber Jesus danach spricht, nachdem er über das Geben und das Beten gesprochen hat? Yes. Jesus talks about fasting. Dann spricht er über das Fasten. Okay. Wouldn't it be great if fasting was just an option? Wäre es nicht schön, wenn das Fasten nur eine Option wäre? Okay. No. We're expected as followers of Christ to fast also. Nein, Gott erwartet uns als Nachfolger Christi, dass wir auch fasten. Okay, friends, if there's one thing the devil hates, it's prayer. Liebe Freunde, wenn es etwas gibt, das der Teufel hasst, ist es das Gebet. The devil do whatever he can to keep you from praying. Der Teufel wird tun, was auch immer er kann, um euch vom Gebet fernzuhalten. If there's something the devil hates more than prayer, it's prayer and fasting. Aber wenn es etwas gibt, das der Teufel noch mehr hasst, ist es das Gebet mit Fasten. It is so powerful. Es ist so viel stärker. Okay. And you know what? I don't know how it is in Europe, but in America, you don't hear too much about prayer and you hear nothing about fasting. Und ich weiß nicht, wie es hier ist. In Amerika ist es so, dass letztendlich man selten etwas über das Gebet spricht und nahezu nie über das Fasten. It's because we love our food too much. Warum? Weil wir das Essen so sehr lieben. You know, in Matthew chapter 6, verse 16. In Matthäus Kapitel 6, Vers 16. Jesus says, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance. Jesus sagt, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. And Jesus, who expected his followers to fast. Jesus, der erwartet hat, dass seine Nachfolger fasten. Jesus sets the example for us. Setzt Jesus das Beispiel für uns. In Matthew 4, 2. In Matthäus Kapitel 4, Vers 2. It says, and when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Jesus begins his ministry here on this earth by fasting and praying. Jesus beginnt seinen Dienst hier auf Erden durch das Fasten und das Gebet. Ellen White in Desire of Ages. Und Ellen White schreibt ihm das in das Leben Jesu. She says, by fasting and prayer, Jesus was to brace himself for the bloodstained path that he must travel. Es dort heißt es, durch Fasten und Beten sollte er sich rüsten für den Blut verschmierten Weg, der vor ihm lag. Friends, by fasting and prayer, we must
prepare for the work that we need to do in the last days. Durch das Fasten und das Gebet, liebe Freunde, sollen wir uns vorbereiten für unseren Weg. Through prayer and fasting, we must prepare for the things that are going to come upon this world in the last days. Durch das Fasten und das Gebet sollen wir uns darauf vorbereiten, was auf diese Welt kommt in den letzten Tagen. Did you know that the apostle Paul fasted a lot? Habt ihr gewusst, dass der Apostel Paulus sehr viel gefastet hat? In 2 Corinthians chapter 11 verse 27 and 28 he writes. Im 2. Korinther Kapitel 11 Verse 27 und 28 schreibt er: In weariness and toil and sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside the other things which comes upon me daily, my deep concern for all the churches. In Mühe und Arbeit, in vielen Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer allem dem noch das, was täglich auf mich einstürzt und die Sorge für alle Gemeinden. John Wesley talked a lot about prayer. Und John Wesley hat sehr viel über das Gebet gesprochen. But he also talked about prayer and fasting. Aber er hat auch über das Gebet und das Fasten gesprochen. John Wesley has said. Und John Wesley hat gesagt: The man who never prays. Der Mensch, der the man who never fasts, is no more in the way to heaven than the man who never prays. Der Mensch, der nie fastet, ist genauso wenig auf dem Weg zum Himmel wie ein Mensch, der niemals betet. You know all the great reformers, Martin Luther. Wisst ihr alle der großen Reformatoren? John Calvin. Martin Luther. John Calvin. Knox, John Knox. John Wesley. John Wesley. All these great men of God, they were all big into prayer and fasting. All diese großen Männer waren hatten ein intensives Gebetsleben und sie haben gefastet. Let me share with you another testimony. Ich möchte mit euch gerne ein weiteres Zeugnis teilen. So when Esther began her fasting, she invited some friends to join her. Und als Esther angefangen hat zu fasten, hat sie eingeladen, dass einige Freunde bei ihr mitmachen. She had a friend, her name was Cindy. Und sie hatte eine Freundin, Now, sie hieß Cindy. Cindy was not a good Adventist Christian. Und Cindy war keine gute Adventistin. She was a lukewarm Christian. Sie war eine lauwarme Christin. Okay, let me give you an idea. Lasst mich euch das ein bisschen beschreiben. On Sabbath, if her husband watches Adventist television. Das ist am Sabbat, wenn ihr Mann adventistisches Fernsehen schaut. It's okay. Ist es okay? But during the week, if he watches Adventist television. Aber während der Woche, wenn er adventistische Sendungen schaut. Then she starts to harass him, persecute him. Fängt sie an, an ihm zu nörgeln, ihn Vorwürfe zu machen. Why are you watching those programs? It's not the Sabbath. Warum schaust du dir solche Programme an? Es ist nicht der Sabbat. Do you understand? Versteht ihr? Okay. And she loves the world. She loves Hollywood. Und sie liebt die Welt. Sie liebt Hollywood. Okay. This is her testimony. Und das ist ihr Zeugnis. We started this fasting experience because we were so inspired by our friend Esther. Sie sagt, wir haben dieses Fasten angefangen, weil wir so sehr inspiriert wurden von unserer Freundin Esther. This is our 10th day of our experience and it's been amazing. Das ist der 10. Tag unserer Erfahrung und es war bisher erstaunlich. When we first started fasting, we thought it might be too difficult. Als wir damit begonnen haben, haben wir gesagt, es wird vielleicht zu schwer sein. But we saw how God was answering our prayers and how close we were getting to God. Aber wir haben gesehen, wie Gott unsere Gebete erhört hat und wie wir näher zu Gott gekommen sind. So we said we don't want to give up on this experience. Wir haben gesagt, wir wollen diese Erfahrung nicht aufgeben. When we first began fasting, als wir begonnen haben zu fasten, I was really excited, war ich sehr aufgeregt. But I thought, dann habe ich nachgedacht, of some people that I really hated, über einige Menschen, die ich wirklich gehasst habe. And I thought, do I have to fast for those people too? Und dann habe ich mir gedacht, sollte ich vielleicht für diese Menschen auch fasten? This is so bad. Es ist so schlimm. But I didn't know what a sinner I was till this experience. Aber ich habe nicht gewusst, was für ein Sünder ich bin vor dieser Erfahrung. I had always tried to forgive them. Ich habe immer versucht, ihnen zu vergeben. But I was never successful. Aber ich war nie erfolgreich darin. Okay. On the third night of my fast, an der dritten Nacht meines Fastens, I realized my sin was so terrible that I began to cry during prayer. Habe ich verstanden, wie schrecklich meine Sünde ist, dass ich angefangen habe zu weinen während meinem Gebet. And the next morning, I knew that God had put forgiveness in my heart. Und am nächsten Morgen wusste ich, dass Gott Vergebung mir ins Herz geschenkt hat. Isn't this amazing? Ist das nicht erstaunlich? On day two, am zweiten Tag, my husband's dental office was doing poorly financially. Das ist die Zahnarztpraxis meines Mannes. Ja, der ging es nicht gut.
And God worked a miracle and provided for us. Und Gott hat ein Wunder gewirkt und für uns gesorgt. On day 3, God worked another financial miracle for us. Am dritten Tag hat Gott ein weiteres finanzielles Wunder für uns gewirkt. On day 5, am fünften Tag, we had a house in Ohio that we had been wanting to sell for more than 1 year. Hatten wir ein Haus in Ohio in den Staaten, welches wir bereits für ein Jahr verkaufen wollten. And for 1 year, no offer has come in. Und ein Jahr lang ist kein einziges Angebot gekommen. But we got our first offer on day 5 and we are selling our house now. Und wir haben unsere erste Anfrage bekommen am fünften Tag des Fastens und wir verkaufen unser Haus jetzt. She says this fasting is so amazing. Dieses Fasten ist so erstaunlich. It really makes you get closer to God. Es bringt dich näher zu Gott. And it helps you to overcome the distractions in your life. Und es hilft dir, all diese Ablenkungen in deinem Leben zu überwinden. I always thought that 3ABN Adventist Television was so boring. Ich habe immer gedacht, dass die adventistische Sendung 3ABN, dass dieser Fernsehsender so langweilig ist. But now I love watching 3ABN. Oh, aber jetzt liebe ich es, diesen Fernsehsender zu schauen. I don't even wonder what's happening in the world or in Hollywood. Es interessiert mich gar nicht mehr, was in der Welt passiert oder in Hollywood. And this fasting has changed our taste bud. Und dieses Fasten hat auch unsere Geschmacksknospen verändert. For the first 2 days, when I made vegetable soup, it was so yucky. Für die ersten 2 Tage, als ich eine Gemüsesuppe zubereitet habe, war es wirklich geschmackfrei. And I thought that this fasting experience was going to be horrible. Und ich habe mir gedacht, dass diese Erfahrung des Fastens schrecklich sein wird. But now we are so used to it. Aber nun haben wir uns so sehr daran gewöhnt. And when I eat salad without dressing, und wenn ich Salat, it tastes so good. Wenn ich Salat esse, auch ohne ein Dressing, dann schmeckt es so gut. The salad without the dressing, it tastes so good that I feel guilty because I think everything should taste bad when you're fasting. Und dieser Salat schmeckt so gut, dass ich fast schon Schuldgefühle bekomme, weil ich denke, dass während dem Fasten alles schlecht schmecken sollte. Amazing. Ist das nicht erstaunlich? It changed your life. Es hat ihr Leben verändert. So in Matthew chapter 17 verse 14 through 21 there's a story. In Matthäus Kapitel 17 in den Versen 14 bis 21 gibt es eine Geschichte. Okay. Jesus with 3 of his disciples comes down the hill from the Mount of Transfiguration. Jesus kommt mit 3 seiner Jüngern vom Berg der Verklärung. There's a father that comes kneeling and comes to Jesus. Und da ist ein Vater, er kommt zu Jesus und kniet sich hin. And says, "Please have mercy on my child." Und er sagt, hab Gnade mit meinem Kind. My child suffers from epilepsy. Und mein Kind leidet an Epilepsie. And he often throws himself into the fire and into the water. Und er wirft sich häufig in das Feuer und in das Wasser. I brought him to your disciples. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht. But your disciples could not cure him. Aber deine Jünger konnten ihn nicht heilen. Isn't that a sad story? Ist es nicht eine traurige Geschichte? I thought your disciples could do something for my child. Und ich habe gedacht, dass deine Jünger etwas für mein Kind tun können. But they could do nothing for my child. Aber sie konnten nichts für mein Kind tun. You know, sometimes people will come to us. Manchmal kommen Menschen zu uns. Sometimes they will come to the church. Manchmal kommen sie in die Gemeinde. Because they need hope. Weil sie Hoffnung brauchen. Or they need answers. Oder sie brauchen Antworten. Or they need healing. Oder Heilung. They've tried everything. Sie haben alles versucht. And they come to the church. Und sie kommen in die Gemeinde. Because they've heard. Denn sie haben gehört. That if we pray. Wenn wir beten. That God answers. Gott antwortet. But how often when people come? Aber wie oft passiert es, wenn Menschen kommen? Like the father. Wie dieser Vater. They go away. Sie gehen wieder weg. And they say, they could not do anything for me. Sie konnten mir nichts tun, nicht helfen. Well, as you know, at the end of the story. Und wie ihr wisst, am Ende der Geschichte. After Jesus does heal the child. Nachdem Jesus das Kind geheilt hat. Jesus says in Matthew 17 verse 21. In Kapitel 17, Vers 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Okay. Friends, sometimes we gotta do more than pray. Liebe Freunde, manchmal müssen wir mehr tun als zu beten. Sometimes we gotta pray and fast. Manchmal müssen wir beten und fasten. Okay. Maybe you struggle with an addiction. Vielleicht habt ihr irgendeine eine Abhängigkeit, unter der ihr leidet. Maybe it's food. Vielleicht ist es das Essen. Maybe it's television. Vielleicht ist es das Fernsehen. Video games. Videospiele. Maybe it's drugs. Vielleicht sind es Drogen. Alcohol. Alkohol. Maybe it's music. Vielleicht ist es Musik.
And you've been struggling with this addiction. Und ihr habt mit dieser Sucht schon einige Zeit zu kämpfen gehabt. And you've been praying about it, but no victory. Und ihr habt darüber gebetet, aber es gab keinen Sieg. You want victory because you want to glorify God. Und ihr wollt Sieg haben, weil ihr Gott ehren wollt. Friends, perhaps you need to take time to pray and fast. Liebe Freunde, vielleicht solltet ihr euch Zeit nehmen zum Gebet und zum Fasten. Perhaps there is someone you love very much. Vielleicht gibt es jemanden, den ihr sehr liebt. And you've been praying for this person. Und ihr habt für diese Person gebetet. But they keep going further and further and further from God. Aber dieser Mensch bewegt sich immer weiter, weiter und weiter weg von Gott. I believe you may need to take some time to pray and fast for your loved ones. Und ich glaube, dass ihr vielleicht euch Zeit nehmen solltet, um für diese geliebte Person zu beten und zu fasten. Maybe God has called you to do a special work for him in the church. Vielleicht hat dich Gott berufen, ein besonderes Werk in der Gemeinde zu verrichten. And maybe there are too many obstacles in the way. Und vielleicht gibt es zu viele Schwierigkeiten auf diesem Weg. Maybe you don't have the money you need. Vielleicht hast du nicht das Geld, das du brauchst. But you know that God has called you to do a special work. Aber du weißt, dass Gott dich berufen hat, eine besondere Arbeit zu tun. Maybe it's time to pray and fast. Vielleicht ist es jetzt Zeit, zu beten und zu fasten. Let me tell you an amazing story I heard just a few weeks ago. Und ich möchte euch eine ganz erstaunliche Geschichte erzählen, die ich erst vor einigen Wochen gehört habe. I went to my brother's church and I shared this message. Und ich bin in die Gemeinde meines Bruders gegangen und habe diese Botschaft dort geteilt. There was this one mother who heard this message. Und da war eine Mutter, die hat diese Botschaft gehört. And she looked very serious as she was listening to this message. Und sie sah sehr ernst aus, als sie diese Botschaft gehört hat. I later heard the story. Und dann habe ich später diese Geschichte gehört. Several months ago, her daughter went to the Philippines to do evangelism. Vor einigen Monaten ist ihre Tochter in die Philippinen gegangen, um zu evangelisieren. And when she came back from the Philippines, she had this problem with digestion. Als sie zurückgekommen ist, hatte sie ein Problem mit der Verdauung. And she had this problem defecating. Defecating. It's to go poop. Das heißt, sie hatte ein Problem, um letztendlich das Essen auszuscheiden. Okay. And she visited all these doctors. Und sie hatte verschiedene Ärzte besucht. And they put her on all these medications. Und sie haben ihr verschiedene Medikamente gegeben. But it wasn't helping her. Aber es hat ihr nicht geholfen. And this mother, she thought that maybe in the Philippines someone had placed a curse on her daughter. Und sie hat gedacht, dass vielleicht jemand in den Philippinen einen Fluch auf sie gelegt hat. Because that kind of stuff happens there. Weil das durchaus passiert. This mother, for 3 weeks, she does the Daniel fast. Für 3 Wochen hat die Mutter dieses Daniel-Fasten gemacht. She's praying for her daughter. Sie betet für ihre Tochter. And within 3 weeks, the problem cleared up. Innerhalb von 3 Wochen ist das Problem weg. Friends, this is powerful stuff. Liebe Freunde, das ist wirklich etwas Gewaltiges. Ian Bounce has wrote many, many books about prayer. Ian Bounce hat sehr viele Bücher über das Gebet geschrieben. He talks about almost every aspect of prayer. He's written many, many books. Er hat sehr viele Bücher geschrieben und nahezu jeden Aspekt des Gebets behandelt. He says that prayer and fasting always accomplish something. Und er sagt, dass das Gebet und Fasten hat immer eine Wirkung. Okay. Now please don't misunderstand. Ich möchte, dass Sie mich richtig verstehen. It will not always accomplish what you want. Es wird nicht immer das bewirken, was ihr wollt. Okay. But it will always accomplish something that's in line with God's will. Aber es wird immer etwas bewirken, das in Harmonie mit Gottes Willen ist. And that's what we really want, right? We want God's will. Und das ist es, was wir wirklich wollen, Gottes Willen. So I visited this one church in Chicago a year and a half ago. Und ich habe in Chicago vor 1,5 Jahren eine Gemeinde besucht. And I shared the same message. Und ich habe die gleiche Botschaft geteilt. And several months later, a church member sent me this email. Und einige Monate später hat ein Gemeindeglied mir diese E-Mail geschickt. Our church has been praying for years on Tuesday nights and Sabbath mornings before Sabbath school for the Holy Spirit. Unsere Kirche betet seit Jahren Dienstagabends und Sabbatmorgens vor der Sabbatschule für den Heiligen Geist. But it wasn't until your fasting sermon at our church that made individuals privately fast. Aber erst seit deiner Predigt in unserer Gemeinde über Fasten Geschwister auch privat. These days we've been having testimony after testimonies of miracles due to fasting and prayer. In diesen Tagen hatten wir ein Zeugnis nach dem anderen über Wunder während dem Fasten und Gebet. Something is happening at our church. Etwas geschieht in unserer Gemeinde. The Holy Spirit is moving. Der Heilige Geist wirkt. Now please understand, they were already a praying church. Ich möchte, dass ihr versteht, das war bereits eine betende Gemeinde.
when they started seeing the Holy Spirit really move. Aber erst nachdem sie angefangen haben, auch zu fasten, dass sie gesehen haben, dass der Heilige Geist auch gewirkt hat. I have a few people fasting the first 3 days of each month. Es gibt ein paar Menschen, die die ersten 3 Tage im Monat fasten. We've had the most unlikeliest of person, previously an atheist, receive the Holy Spirit and join our church now, and is doing mighty things in our church within a month. Die Person, von der man es am wenigsten erwartet, ein ehemaliger Atheist, empfing den Heiligen Geist und kommt nun in unsere Gemeinde und tut nun Großes in unserer Gemeinde in nur einem Monat. I prayed for this lost person during my fast. Ich betete für diese verlorene Person während meinem Fasten. What amazes me is that God will still use a sinner like me to bring other sinners to Christ. Was mich begeistert ist, dass Gott sogar einen Sünder wie mich gebraucht, um andere Sünder zu Christus zu bringen. And now that person is keeping me on my toes. Und jetzt hält mich diese Person auf den Knien. Fasting has become the buzzword in our church, and the powerful testimonies of those who fasted is spreading the desire to those who would never try otherwise. Fasten ist zu einem Lieblingswort in unserer Gemeinde geworden und das kraftvolle Zeugnis derer, die gefastet haben und das Verlangen unter denjenigen verbreitet haben, die es sonst nie versucht hätten. I read the fasting book 2 years ago and was greatly blessed, but was too shy to tell my church about it, so you don't know how excited I was when you came and mentioned it. Vor 2 Jahren las ich ein Buch über Fasten und wurde reich gesegnet, war aber zu schüchtern, es meiner Gemeinde zu erzählen. Du weißt gar nicht, wie begeistert ich bin, als du zu uns kamst und es erwähntest. By the way, this book is by Pastor Franklin Jentzen. Und dieses Buch ist von Pastor Franklin Jentzen. And the title is It's Fasting. It's Fasting? Yeah. The title is Fasting. Fasten ist der Titel. And the subtitle und der Untertitel ist is Opening the Doors. Die Türen öffnen to a deeper, more intimate, more powerful relationship with God. Für eine tiefere, intimere, kraftvollere Beziehung zu Gott. So that's where I changed the words just a little bit and came up with the title for this message. Das heißt, ich habe die Worte ein wenig verändert und so bin ich auch auf den Titel dieser Botschaft gekommen. This book is a New York Times bestseller. Dieses Buch ist ein Bestseller in der Liste der New York Times. It might be translated in the German language. Es ist vielleicht sogar in der deutschen Sprache verfügbar. So, if you're really interested, I would recommend that you get the book. Wenn du wirklich interessiert bist, dann kann ich dir empfehlen, dieses Buch dir auch zu besorgen. Okay. You know, Philip Brooks was an American clergyman many, many years ago. Und Philip Brooks war ein amerikanischer Geistlicher. He said, fasting is abstaining from anything innocent in itself in order to grow more spiritually or serve God more effectively. Und er sagt, das Fasten ist das Enthalten von allem, was in sich selbst unschuldig ist, um geistlich zu wachsen oder im Dienst Gottes effektiver zu wirken. Okay. Now, biblical fasting always involves abstaining from some type of food. Biblisches Fasten bedeutet, dass man immer von irgendeiner Art von Speise sich fernhält. There's the absolute fast, no food, no water. Es gibt dieses absolute Fasten, kein Essen, kein Trinken, kein Wasser. Paul, after being blinded on the road to Damascus, for 3 days did an absolute fast. Paulus, der letztendlich erblindet ist auf dem Weg nach Damaskus, hat für 3 Tage dieses absolute Fasten gemacht. Esther and the Jews all did absolute fast for 3 days, no food, no water. Esther und die Juden haben letztendlich dieses absolute Fasten, kein Wasser und kein Essen. There is the normal fast where you just drink water. Es gibt dieses normale Fasten, wo man nur Wasser trinkt. The liquid fast where you just drink juice. Es gibt das Fasten, wo man Flüssigkeiten zu sich nimmt in Form von Säften. If you want to do a juice fast, und wenn ihr ein Saftfasten machen wollt, please make sure you get the best kind of juice in its purest form. Stellt sicher, dass ihr die beste Art von Saft bekommt in seiner reinsten Form. You don't want juice with all this added sugar and preservatives and stuff. Ihr wollt keinen Zucker mit den Konservierungsstoffen und all dem Zucker darin. The Daniel fast is where you just eat a simple diet of fruits and vegetables and drink water. Und das Daniel Fasten ist letztendlich, dass man eine einfache Speisen zu sich nimmt von Früchten, Gemüse und man dazu auch Wasser trinkt. And it's based on a verse in Daniel chapter 1 and a few verses in Daniel chapter 10. Und es basiert letztendlich auf Daniel 1 und einigen Versen aus Daniel 10. Okay. So biblical fasting always involves some type of
abstaining from food. Das biblische Fasten beinhaltet immer irgendeine Art von Zurückhaltung von Essen. Okay. But friends, it's more than abstaining from food. Aber liebe Freunde, es ist mehr als nur sich vom Essen fernzuhalten. You want to spend more time in prayer, more time in God's word? Es ist notwendig, dass man auch mehr Zeit im Gebet und mehr Zeit im Bibelstudium verbringt. And of course you want to turn off the television. Und natürlich sollte man auch den Fernseher ausschalten. The music of the world. Die weltliche Musik. The video games for children. Die Videospiele für die Kinder. Okay. You want to take away all that worldly stuff. Man sollte letztendlich all die Dinge, die weltlichen Dinge, die uns ablenken, wegnehmen. But friends, even the innocent activities. Aber selbst diese unschuldigen Aktivitäten. Okay. In America, people love to play golf. In Amerika lieben es die Menschen, Golf zu spielen. And they spend 4, 5, 6, 7, 8 hours on the golf course. Und sie verbringen 5, 6, 7, 8 Stunden auf dem Golfkurs. These days, people love Facebook. Es gibt Leute, die lieben Facebook. There's nothing wrong with Facebook. Es ist nichts Falsches an It's Facebook. It's even a good way to share the gospel. Es ist sogar ein gutes Mittel, um das Evangelium zu verbreiten. But people are addicted to Facebook and spend too much time just looking at people's pictures. Aber Menschen sind süchtig nach Facebook und verbringen zu viel Zeit darin, sich die Bilder von anderen anzuschauen. You know, I'm too busy. I have a Facebook account, so people can contact me. Also ich habe auch ich bin auch bei Facebook angemeldet, so dass Menschen mich kontaktieren können. But you know, I don't spend much time on Facebook. Aber ich verbringe nicht sehr viel Zeit auf Facebook. And you know what? I really don't spend too much time posting videos and pictures on Facebook. Und ich verbringe wirklich nicht allzu viel Zeit damit, Bilder und Videos bei Facebook hochzuladen. I mean, this is just me personally, but when I used to post pictures. Aber das ist meine persönliche Einstellung dazu. Aber als ich das getan habe, I realized that the reason I wanted to do it is because of my pride. Ist, dass wenn ich ein Bild von mir bei Facebook hochgeladen habe, war wegen meinem Stolz. I want everybody to see, hey, look at me. Hey, ich möchte, dass jeder mich sieht. Schaut mich an. Look at what I've done. Schaut mal, was ich gemacht habe. Look at where I've been. Schaut mal, wo ich war. Does that make sense? Macht das für euch Sinn? I'd rather spend time on my knees praying. Ich möchte lieber die Zeit verbringen und auf meinen Knien beten. So friends, it's abstaining from anything innocent in itself in order to grow more spiritually or serve God more effectively. Das ist, das Fasten beinhaltet letztendlich, dass man sich von allem, was in sich selbst unschuldig ist, um letztendlich geistlich zu wachsen. Maybe get up a little earlier, less sleep. Vielleicht steht man auch etwas früher auf und hat etwas weniger Schlaf. So, if you are just abstaining from food, it is just a dieting or just starving. In order to fast, you must spend more time in God's word and in prayer. Das heißt, wenn wir nur uns gewisser Speisen enthalten, ist es nur eine Diät oder eben ein Hungern, aber es ist kein Fasten. Okay, Wesley Duell has written, fasting is a God-ordained form of self-denial. Und Wesley Duell hat geschrieben, das Fasten ist eine von Gott bestimmte Form der Selbstverleugnung. The purpose of fasting, der Zweck des Fastens, is to subject the physical to the spiritual and to give priority to spiritual goals. Das Körperliche dem Geistlichen zu unterwerfen und den geistlichen Zielen Vorrang zu geben. To disentangle oneself for a time from one's environment, material things, daily responsibilities and cares. Sich selbst eine Weile von Umgebungseinflüssen zu lösen, von materiellen Dingen, von täglichen Verpflichtungen und Sorgen. And it is to devote one's whole spiritual attention to God and prayer. Und es geht darum, seine ganze geistliche Aufmerksamkeit Gott und dem Gebet zu widmen. So, Twyla was another friend that joined Esther on this fast. Das heißt, Twyla war ebenfalls ein Freund, die mit Esther gefastet hat. And she says, und sie sagt, ich kann euch sagen, dass diese Zeit des Gebets und Fastens meine Beziehung zu Gott auf ein völlig neues Level gebracht hat. Wenn alle Ablenkungen in Form von Arbeit, E-Mail, Internet, Facebook und anderen Aktivitäten hinweggenommen werden, bleibt nur noch der Herr und ich. Dann kann er wirklich zu mir sprechen und ich kann ihn hören. Ich verabscheue den Gedanken, dass diese Zeit irgendwann endet. Körperlich war das Fasten schwer. So oft hatte ich in meinem Kopf ein Festmahl geplant oder Kochbücher angeschaut, obwohl ich nichts von diesen Dingen essen konnte. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, durchzuhalten. Ich habe 5 Kilo in 3 Wochen verloren und mir passen jetzt Kleidungsstücke, von denen ich mir nie vorstellen konnte, dass ich hineinpassen würde. Ich habe auch festgestellt, dass ich auch nach dem Fasten Obst und Gemüse bevorzuge. Die Selbstkontrolle bezüglich des Appetits, die mir vorher fehlte, habe ich nun im Überfluss. Ich kann mich
nun einfach von Essen fernhalten, dem ich früher nicht widerstehen konnte. Der Herr sei gelobt. Friends, so many blessings, physical, mental, emotional, spiritual blessings. Es gibt so viele Segnungen, sei es körperlich, geistig und geistlich. You have everything to gain and nothing to lose but kilos. Ihr habt alles zu gewinnen und nichts zu verlieren, außer ein paar Kilo. Selbst bestimmten Versuchungen zu widerstehen, die nichts mit Lebensmitteln zu tun hatten, war vorher so schwer. Aber jetzt hat Gott mir den Sieg darüber geschenkt. Gelobt sei Gott noch einmal. Untersuchungen zeigen, dass nach 3 Wochen Gewohnheiten gebildet werden. Das hat mir Gott durch diese Zeit bewiesen. So, I want to end with Esther's testimony. Und ich möchte gerne mit dem Zeugnis von Esther After abschließen. The phone call, nach diesem Telefonat. I asked her, can you send me an email and write everything again on email, your blessings? Ich habe ihr geschrieben und habe gesagt, kannst du mir eine E-Mail schreiben und all deine Segnungen per E-Mail zuschicken? And she wrote. Und sie hat geschrieben, durch das Fasten hat mich Gott geleitet und mir Tag für Tag viele Dinge gezeigt. Wem ich vergeben muss, selbst Menschen, von denen ich gar nichts wusste, dass ich ihnen vergeben muss. Wen ich um Vergebung bitten muss, ich wusste gar nicht, dass ich sie verletzt hatte, aber Gott machte es mir deutlich, dass ich sie enorm verletzt hatte. Was meine Sünden und Fehler sind. Gott zeigte mir, wie groß die Sünden wirklich waren, die ich für keine großen Sache hielt. Wie mitfühlend Gott mit mir ist. Er verurteilt mich nicht, obwohl ich versage und versage. Gott hat mir gezeigt, wie ich in jedem Menschen das Gute sehen kann und nicht das Schlechte. Vorher war es umgekehrt. Ich sah nur ihre Schwächen und Fehler und nie wirklich das Gute in ihnen. Meine Gebete wurden so lang und so herzergreifend und meine Fürbitten sind so aufrichtig geworden. Meine Gebete sind mittlerweile so lang, dass wenn ich mir keinen Wecker stelle, ich zu spät zu Arbeit komme. Deshalb bete ich jetzt mit Wecker. Do you struggle to pray more than 5 minutes a day? Ist es für euch schwierig, mehr als 5 Minuten am Tag zu beten? Hey, here at Army it's easy to pray. Hier bei Army ist es einfach zu beten. Do you know why? Wisst ihr warum? Because God is pouring out His Holy Spirit. Weil Gott seinen Heiligen Geist ausgießt. The Holy Spirit is a spirit of prayer. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. But when you go home? Doch wenn ihr nach Hause geht. Okay. Unless you're praying for the Holy Spirit, you're not going to want to pray. Es sei denn, ihr betet um den Heiligen Geist, werdet ihr nicht kein Verlangen nach Gebet haben. Fasting will strengthen and will deepen your prayer life. Das Fasten wird euer Gebetsleben stärken und es vertiefen. Just a few more points and I'm finished. Nur einige wenige Punkte, dann bin ich fertig. Ich möchte einfach nur Jesus so sehnsüchtig, so verzweifelt. Ich möchte einfach nur Christus ähnlich sein. Ich habe vielleicht mein Fasten mit einigen irdischen Anliegen begonnen, auch damit Jesus und die Wahrheit zu kennen. Aber als ich mein Fasten Tag für Tag fortsetzte, schienen meine irdischen Anliegen nicht mehr wichtig. Sie traten in den Hintergrund. Ich sehe so viel Liebenswertes und Schönheit in Jesu Charakter. Und ich will einfach nur sein wie er. Wenn Gott mich mit Antworten auf Gebeten segnet und sich um meine Bedürfnisse sorgt, ist er besonders gut und gnädig mit mir. Und ich bin dankbar. Aber was mir am wichtigsten ist, ist nur Jesus und ich. Friends, liebe Freunde, God wants to bless you. Gott möchte dich segnen. I didn't have time to share about my experience or my wife's experience. Ich habe keine Zeit über meine Erfahrung und die Erfahrung meiner Frau zu teilen. But God has blessed me with tremendous healing in my life. Zu teilen, aber Gott hat mich auf enorme Art und Weise mit Heilungen gesegnet. And my prayer is that you will one day. Und mein Gebet ist, dass ihr eines Tages. You know, do the Daniel fast or some type of fast. Diese Art von Fasten oder das Daniel Fasten oder eine ähnliche Art von Fasten ausprobiert. Let's pray. Lass uns beten. Dear God, lieber Gott, we thank you for your promise. Wir danken dir für dein Versprechen. You have said, "Blessed are those who hunger, for they shall be filled." Du hast gesagt, glückselig sind diejenigen, die hungern und dürsten. Please fulfill this promise, Lord, for each one of us. Erfülle bitte dieses Versprechen für uns, für jeden Einzelnen. Pray this in Jesus' name. Bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen.